Darf ich das im Stream zeigen? Ja, deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch geblurrt, ja? Ich möchte kurz hier mal YouTube-Gold vorlesen. Ich weiß nicht, wo Stulzen die her hat, aber es ist auf jeden Fall YouTube-Gold. Das ist auf jeden Fall sehr schönes YouTube-Gold. Lesen wir uns das doch mal durch hier. Warte, ich mache das so, dass ihr das lesen könnt. So. Also das wäre schon toll, nochmal ein DLC zu bekommen. Ich persönlich kann den Hype einiger YouTube-Sim-Racer in Richtung iRacing bzw. bloß raus aus ACC gar nicht verstehen. Kann die Argumente null nachvollziehen. Meiner Meinung nach kann da auch einfach krasses Marketing von iRacing dahinter stecken. Wenn Evo kommt, wird keiner mehr so schnell über das mittlerweile 16 Jahre alte und für Privatleute viel zu teure iRacing reden. Dass Kunos da jetzt nochmal einen Gegenschlag setzen würde, passen. Schaut mal, wie ruckartig viele auf einmal ACC verlassen haben. Da war schon sehr auffällig viel schlechte Presse. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich denke jetzt mal ganz böse, dass da im Hintergrund Geld an die Teams geflossen ist. Zumal LFM jetzt auch plötzlich, warum nicht schon Jahre früher, auch iRacing aufnimmt. Alles Marketing, meiner Meinung nach. Man sollte sich echt nicht täuschen lassen. Voll die Verschwörungstheorie. Aber schön, dass er selber das schon als Verschwörungstheorie anerkennt. Okay, lesen wir den zweiten. iRacing hat ja einen richtig shady System, um die Leute überhaupt drin zu halten. Selbst Matt Malone hat das Wettsystem immer im Stream an. Glücksspiel im Rennspiel gibt's nur bei iRacing. Warte mal, was? Das hat sich nicht mal EA bei FIFA getraut. Okay, dazu das Pyramidensystem, in dem Fahrer mit Währung dazu animiert werden, neue Fahrer zu rekrutieren. Die Gamification beim Kauf von Content. Merkwürdige Bundles durch Kombinationen verschiedener Strecken und Autofahrzeuge, die in Abhängigkeiten zueinander zusätzliche Rabatte freischalten. Manche auch zu besonderen Zeitpunkten, dass man, obwohl man 6.000 Euro für den Content ausgibt, sofort den Zugriff verliert, wenn das Abo kündigt. Das ist richtig shady Marketing, was schon im Offenen passiert. Was dahinter verschlossenen Türen geschieht, möchte ich gar nicht wissen. Ich bin so dankbar, dass es Kunos gibt. Ich weiß noch, in AC1 gab es nach Release von ACC noch weiteren Content. Das passiert, glaube ich, bei ACC auch so. Okay, das sieht mir nach einem YouTube-Video aus. Also ich muss mal gleich vorweg dazu sagen, ich weiß wirklich nicht, wer das ist und wo diese Menschen drinne stecken und was da vorgefallen ist. Aber hier ist wirklich fast alles falsch, was in diesen zwei Beiträgen drinne steht. Also hier ist wirklich fast alles falsch, wirklich, hier ist fast alles falsch drin. Gehen wir das jetzt mal durch und stellen hier mal einige Sachen klar, weil das kann man so nicht stehen lassen. So, also erstmal diese ganzen Dinge, die aktuell passieren, wie hier jetzt drin steht. Also wenn Evo kommt, wird keiner mehr so schnell über mittlerweile 16 Jahre alte, für Privatleute viel zu teure iRacing reden. Doch genau dann werden sie es tun, weil iRacing gerade mit dem E-Sports sehr viel Fahrt wieder aufnimmt und da sehr, sehr viel drüber geredet wird. Und die Frage ist, weil bei AC Evo das als Early Access rauskommt, ob das eventuell wie beispielsweise LMU wird. LMU war auch sehr stark am Anfang und hat sehr stark nachgelassen. Und das könnte bei AC Evo auch passieren und es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis sich das akklimatisiert. Also werden wir ja in der nahen Zukunft, 2024 und auch 2025, also 2025 kommt der AC Evo raus, sehr, sehr viel noch über iRacing sprechen. Weil es gibt momentan dazu keine Alternative. Wir warten immer noch darauf, dass AMS einen Patch kriegt, damit es bei LFM zur Verfügung steht, dass die Leute dort mit reingehen können und dort fahren können. Aber das ist ja jetzt aktuell, steht ja auch noch in den Sternen. So. Und jetzt schaut mal, wie ruckartig viele auf einmal ACC verlassen haben. Das war schon sehr auffällig, so viel schlechte Presse. Ein Schelm, wer Böses denkt. Das war überhaupt nicht ruckartig. Das ist ein Prozess, der schon seit vielen, vielen Monaten stattgefunden hat. Wer sich die Content Creator angeguckt hat, wird sehr schnell festgestellt haben, dass sie schon seit Monaten sehr unzufrieden sind mit der Sim. Also das ist nicht von jetzt auf gleich und von gestern auf heute passiert. Das war ein schleichender Prozess, der über viele Monate bzw. auch schon Jahre passiert ist. Und warum das jetzt gerade passiert, ist eigentlich ziemlich simpel. Die E-Sportler, was ja im meisten Fall die Content-Creator sind, die bekannten Großen, gehen jetzt
weil SAO vorbei ist. Und SAO hat noch nicht angekündigt, ob es nächste Season irgendwas gibt oder ob da generell nochmal was passiert. Also ist jetzt der Zeitpunkt, wo du gehst. Weil da ist ja nichts mehr. Ergo kannst du ja machen, worauf du Lust hast. Es gibt aber wenig Alternativen, bis gar keine Alternativen. Und die einzige Alternative ist iRacing. Ergo geht man zu iRacing. Und jetzt mal zu dem Satz, zumal LFM jetzt auch das jetzt auch plötzlich macht. Auch das ist nicht plötzlich passiert. Auch das ist ein schleichender Prozess. Weil LFM ist überall drinne, und das ist auch gut so, wo was geht, weil sie was für die Community machen. Siehe R-Faktor 2. Siehe Automobilista steht auch an. Siehe AC. Siehe WRC. LFM ist überall drinne. Warum ist das jetzt hier ein Problem, dass sie das bei iRacing machen? So, wenn sie das an der Stelle nicht tun würden, dann würden sie sich ans eigene Fleisch schneiden. Dann wären sie ja dumm. Weil LFM ist ja schon immer und wird auch immer sein, völlig neutral. Die machen einfach was für die Community. Wo, was, wie, warum? Völlig Banane, völlig egal. Und das machen sie ja schon seit Ewigkeiten. Warum ist das jetzt wieder ein Problem? Also wo kommt das jetzt her? Weil dann hätten wir ja schon, bei R-Faktor 2 hätten wir das schon sagen müssen. Da hat keiner was gesagt. Bei AC1 hätte man was sagen müssen. Hat auch keiner was gesagt. Bei WRC hätten wir was sagen müssen. Hat auch keiner was gesagt. Jetzt ist es wieder ein Problem. So, also an der Stelle, all das, was hier geschrieben wird, ist halt wirklich eine Verschwörungstheorie und ergibt gar keinen Sinn. Und das zeigt, und das meine ich jetzt hier mit allem Respekt, den ich habe, das zeigt, dass dieser Mensch, der den Kommentar geschrieben hat, einfach überhaupt nicht an der Community teilnimmt. Also so null, so gar nicht. Also hier wird einfach sinnlos, und es ist einfach sinnlos, irgendwas geschrieben. Also da hat sich jemand überhaupt nicht mit der Thematik auseinandergesetzt. So, kommen wir mal zu dem zweiten Kommentar. Der ist ja noch viel wilder. Weil da stimmt ja gar nichts drin. So, wenn wir uns jetzt mal nehmen, iRacing hat ein shady System, um Leute drin zu halten. Selbst Matt Malone hat ein Wettsystem, immer im Stream an. Glücksspiel in einem Rennspiel gibt es nur bei iRacing. Das hat sich nicht mal FIFA getraut. Also FIFA hat Glücksspiel drin und das nennt sich Pakete öffnen. Das ist Glücksspiel. Das ist wie Booster-Packs kaufen für Pokémon und wie die ganzen Games heißen. Das ist genau dasselbe, ist auch Glücksspiel, weil du weißt nicht, was da drin ist und du versuchst, irgendwas Gutes rauszuziehen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Glücksspiel-Aspekt, der hier mit reingeworfen wurde, weil hier wird nämlich ganz viel Sachen irgendwie durchmischt. Also ich denke auch, dass da jemand nicht wirklich aktiv auch teilnimmt, was Streams bzw. Content angeht. Diese Wettsysteme, das habe ich übrigens auch an. Das kommt von Twitch. Das nennt sich Vorhersagen. Und da kann beispielsweise Moderator oder der Streamer eine Vorhersage aufmachen und Leute kriegen fürs Zugucken Punkte, die sie da reinhauen können, wenn sie das wollen. Müssen sie aber nicht. Ist übrigens auch nicht in allen Ländern gestattet. Beispielsweise in Polen wirst du ausgegrenzt, da kannst du das jetzt nicht machen, weil Kylan zum Beispiel, mein Moderator, der kommt, der wohnt dort, der kann da nicht dran teilnehmen. Das hat überhaupt nichts mit iRacing zu tun. Gar nichts. Und auch in iRacing gibt es kein Glücksspiel. Da ist kein Glücksspiel drin. So, ergo, wo kommt die Information her? Also wenn ich doch etwas sage, dann sollte ich mich doch erkundigen, was das ist. Und das hier ist Quark mit Soße. Dazu das Pyramidensystem, in dem Fahrer mit Währung dazu animiert werden, neue Fahrer zu rekrutieren. Ist übrigens ein ganz normales Geschäftskonzept, was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Nehmen wir einfach Tupperware oder meinetwegen auch Vorwerk. Da kriegst du auch, wenn du neue Kunden wirbst, bekommst du Geld. Regt sich da jemand drüber auf? Hat sich noch nie jemand drüber aufgeregt? Noch nie. Ich verstehe das Problem nicht. Also ich kann es nachvollziehen, dass man das sagt. Wenn man die E-Mail angibt, kriegt man halt 10 iRacing-Dollar dafür. Okay, kann ich nachvollziehen, dass man das nicht mag. Es ist eine valide Geschäftspraktik, möchte ich sagen, die schon über viele Jahre in allen anderen Systemen auch gibt. So, kommen wir mal zu dem Kauf von Content. Kauf von Content. Merkwürdige Bundles durch Kombination verschiedener Strecken und Fahrzeuge, die in Abhängigkeit zueinander zusätzliche Rabatte freischalten. Was übrigens absoluter Quark mit Soße ist, weil es gibt Rabatt, wenn du 3 Sachen kaufst, 5 Sachen kaufst oder du 40 Sachen gekauft hast, weil dann bist du im 40er-Club. Es gibt keine anderen Kombinationen. Seit Jahren nicht. Es gibt seit Jahren keine anderen Kombinationen. Also es ist jetzt nicht, wenn du die Nordschleife und einen Porsche zusammenkaufst, dass du jetzt hier super duper extra Rabatt bekommst. Ist nicht vorhanden. Also keine Ahnung, wo diese Information herkommt, aus welchem, ich sag's mal, Aluhut tragenden Forum. Das stimmt einfach nicht. Du kannst dir 3 Sachen kaufen,
5 beziehungsweise 6 Sachen kaufen, kriegst dann nochmal mehr Rabatt. Und wenn du 40 Sachen hast, kriegst du immer 20% Rabatt. Oder 15? So, der 40er Club. Also, was da steht, ist Quark mit Soße. Es gibt natürlich zu Black Friday, gibt es die Möglichkeit, seine Mitgliedschaft günstiger zu erwerben. Das ist absolut korrekt. Und du kannst doch als Neukunde, kriegst du auch einen Haufen Rabatt auf deine Mitgliedschaft, wenn du neu bist. So, nun frage ich mich, wo das hier herkommt. Wer hat das denn hingezaubert? Leute, wenn ihr etwas kritisieren möchtet, dann setzt euch doch damit wenigstens auseinander. Weil das hier sieht ja nun wirklich nicht sehr gut aus. So, der Content kostet übrigens auch keine 6.000 Euro, nicht mal ansatzweise. Er kostet 2 und ein bisschen, habe ich schon nachgeguckt. Ist Affen viel Geld? Müssen wir überhaupt gar nicht drüber reden, dass iRacing in irgendeiner Form günstig ist. Müssen wir nicht, will ich auch gar nicht sagen. Und sollte man sich gut überlegen, ob man das macht. Aber es sind auf jeden Fall keine 6.000 Euro. Das ist Quatsch mit Soße. Und das mit dem Abo, das kann man jetzt so sehen, wie man möchte. Ich sag mal so, die meisten Menschen von euch da draußen haben ein Netflix-Abo. Und wenn ihr das kündigt, könnt ihr auch auf nichts mehr zugreifen. Regt sich auch kein Schwanz drüber auf. Selbiges gilt für Office, selbiges gilt für Adobe, selbiges gilt für Amazon Prime, selbiges gilt für Disney und so weiter und so fort. Das ist alles dasselbe. Alles. Und die meisten Leute von euch werden das auch nicht benutzen. Die werden das benutzen. Ergo, worüber regen wir uns denn jetzt hier gerade auf? Worüber regen wir uns jetzt hier gerade auf? Über auch eine gängige, die ich übrigens auch nicht geil finde. Müssen wir auch nicht drüber sprechen. Ich finde Abo-Systeme auch absolut Kackewurst. Aber worüber regen wir uns auf, wenn es das eine gängige Praxis ist und viele Leute das sowieso schon auch mit benutzen? Hast du kein Abo, kannst du nicht darauf zugreifen. Ich habe zum Beispiel kein Netflix. Ich kann kein Netflix gucken. Mein Abo ist gekündigt. Selbiges gilt für Disney. Funktioniert auch nicht. Kann man jetzt finden, wie man möchte. Aber auch das hier ist ein bisschen wild. Das ist richtig schädiges Marketing von schon im Offenen passiert. Ich verstehe auch, was für ein Marketing denn. Also gibt es irgendwen, also ich wüsste nicht von irgendeinem Menschen, Content Creator bzw. Fahrer, dass der in irgendeiner Form da, also dass das in irgendeiner Form gesponsert war. Du hast bei Netflix aber keine Filme gekauft. Okay, Onkel Louis, dann machen wir noch ein besseres Beispiel. Nehmen wir einfach mal, du hast hier bei Netflix, nicht bei Netflix, aber du hast hier bei Amazon einen Film gekauft. Und Amazon hat die Rechte verloren an dem Film. Und du hast dir den aber gekauft. Dann kannst du den bei Amazon nicht mehr gucken, weil der weg ist. Es ist dasselbe in grün. Es ist dasselbe in grün. Es macht nachher am Ende auch keinen Unterschied, weil es diese Praktiken bzw. dieses Geschäftsmodell schon seit eh und je gibt. So, was da hinter verschlossenen Türen geschieht, möchte ich gar nicht wissen. Ich bin so dankbar, dass es Kunos gibt. Ja, aber was hat Kunos jetzt wirklich, was hat Kunos jetzt gemacht für uns? Außer, dass sie schon seit Monaten bzw. seit Jahren mit ihrer Community nicht kommunizieren und alles gemacht wird von der Community. AC1 beispielsweise wird von der Community gepflegt. Alles, was da drin ist, ist einfach von der Community, sind Mods, die ganzen Rennen, Ligen etc. pp. Alles von, das ist alles von der Community. ACC, genau dasselbe. Wenn es LFM nicht geben würde, wäre da weitaus weniger los. Also was hat am Ende Kunos getan? Und ich möchte Kunos nicht treten oder nachtreten, sondern einfach nur mal kurz einen Reality-Check machen, was Kunos getan hat. Nix. Kunos hat Content rausgebracht. Yo. Und das war's. Mehr haben sie nicht gemacht. Sie pflegen nicht die Community, sie geben keine ordentlichen Patchnotes raus. Wenn das System offline ist, hat LFM, by the way, übrigens eine Möglichkeit gefunden, dass selbst wenn der Login-Server nicht down ist, dass die Leute fahren können. Daily Races gibt es mit LFM zusammen. Die Bob wurde gefixt von LFM. So, was hat ACC am Ende, also Kunos, gemacht? AC Evo ist auch noch ein sehr gutes Beispiel. Da wird nichts kommuniziert. Es gibt irgendwie 2 Podcasts auf Italienisch. Okay, kann man sich jetzt anhören. Ich persönlich sage mir jetzt aber, ey, sorry, stehe ich jetzt nicht so drauf. Ich kann kein Italienisch und ich möchte das auch nicht durch einen Übersetzer jagen. Also was hat am Ende Kunos für seine Community getan, außer das Spiel rausgebracht? So, wenn wir das jetzt mal in den Vergleich setzen, ohne zu sagen, dass das jetzt besser oder schlechter ist, aber wenn wir das jetzt mal vergleichen und wir nehmen uns mal LMU, ist nicht das Geilste aktuell, also der Zustand ist nicht der beste, aber sie sprechen ständig mit der Community. Du kriegst ordentliche, aufgelistete, vernünftige Patchnotes.
Da sitzt manchmal ein Gesicht zu der Firma, was dir in Videos nochmal alles extra erklärt. Und du kannst dort alles sehen, was sie machen und tun. Sie gehen auf die Community ein, sie nehmen Feedback mit, ändern in ihrem Spiel Sachen für die Community. So sollte das sein. Und da würde ich persönlich, selbst wenn ich es gerade aktuell nicht fahren kann, irgendwas Schlechtes zu denen sagen. Würde ich gar nicht auf den Sinn, auf den Trichter kommen, das zu tun, weil sie geben sich größte Mühe, das zumindest nach außen zu kommunizieren und dass sie was für die Community machen. Also wo kommt das hier, was ist das hier? Also wo kommen diese Informationen her? Also beide Kommentare haben von oben bis unten, also von hier bis da, nur falsche Informationen drin. Das stimmt alles nicht. Ist auch Cheatigall, wie gesagt, hier geht es nicht darum, in irgendeiner Form jetzt für iRacing Werbung zu machen, was am Ende sowieso wieder so rumkommt, wenn man das möchte und ich das selber auch noch fahre, kannst du wieder hindrehen, wie du willst. Ich mag das nur einfach nicht, wenn Leute hier solche Sachen sagen. Das ist einfach Quark mit Soße. Und ich denke, und das meine ich jetzt auch mit ganz viel Liebe, mal rausgehen und ein bisschen Gras anfassen wäre schon nicht schlecht. Und dann vielleicht mal Menschen fragen, die in solchen Systemen drin sind und da vielleicht ein bisschen tiefer drin stecken, um dir Informationen zu geben bzw. zu holen. Weil das hier ist schon wirklich sehr, sehr wild. Das ist wirklich sehr, sehr wild, was hier steht. Ay caramba, ole. Naja, vielen Dank für diesen fantastischen Beitrag.